Wunderschönen guten Tag, liebe Rise of Kingdom Spieler, liebe Rise of Kingdom Spielerin. Danke für dein Interesse an diesem Video. Heute erfährst du alles, was wichtig ist zum Königreich 2507 und wie du eventuell mit mir zusammen in Zukunft KVKs spielen kannst und dann auch hier auf diesem YouTube-Kanal zu sehen bist. Alles, was wichtig ist zum Königreich 2507. Das Wichtigste zuerst, wie kannst du dich bewerben? In-game eine Nachricht an Mythos. Er ist ein deutschsprachiger Rise of Kingdom Spieler, eine absolute Maschine. Du kannst ihn also einfach auf Deutsch anschreiben, dass du Interesse hast, in das Königreich zu kommen, und alles Weitere wird er mit dir klären. Ich kann hier schon mal vorwegnehmen, dass auf jeden Fall deine Kills und deine Killpunkte deiner Spielzeit entsprechen müssen. Wenn du einen 3 Jahre alten Account hast und bist ein genauso großer Lappen wie ich und hast nur 400 oder 500 Millionen Killpunkte, dann brauchst du dich leider nicht bewerben. Mythos sucht Kämpfer. Wir haben gerade ein bisschen Platz gemacht im Königreich, in unserer Allianz, und das soll mit Kämpfern gefüllt werden. Ich darf hier sein, weil ich den YouTuber-Bonus habe. Ansonsten würde ich auch gar nicht angenommen werden mit meinen Killpunkten. Und deswegen solltest du dort auch deiner Spielzeit entsprechend Killpunkte haben. Bist du ein junger Spieler, 9 Monate alter Account und du hast 300 oder 400 Millionen Killpunkte, dann kannst du dich natürlich bewerben, weil das ist für deine Spielzeit schon nicht schlecht. Ich denke, das ist schon aussagekräftig genug. Alles Weitere kläre mit Mythos. Zum Punkt davor, auch noch interessant, natürlich deine Toten, die wird sich Mythos auch angucken, das habe ich vergessen zu erwähnen. Aber das sollte, denke ich, selbstverständlich sein. Der nächste Punkt, der für dich als Bewerber hier für das Königreich 2507 sehr wichtig ist: Wann beginnt eigentlich unser nächster KVK? Einen genauen Tag kann ich dir jetzt natürlich auch nicht sagen, aber Königreich 2507 wird sich wahrscheinlich, je nachdem, was uns Lilith für KVKs in diesem Zeitraum anbietet, so Mitte August, dritte Augustwoche, so um den Dreh für den nächsten KVK registrieren. Für dich natürlich dann wahrscheinlich auch ganz wichtig für deine Planung, ob du zu uns kommen kannst und möchtest. Wie werden die Plätze beim mächtigsten Statthalter hier im Königreich 2507 vergeben? Ich nehme diesen Teil des Videos jetzt gerade schon zum 10. Mal auf, weil eigentlich muss man darüber 10 Minuten reden, wie viel Herz und wie gut organisiert diese Führung hier von Königreich 2507 um Mythos herum, mit Ladybug, mit Skippy, mit Björn und so weiter organisiert ist. Aber ich will das kurz halten. Je nachdem, was für eine Leistung im KVK zeigst, kannst du hier Punkte setzen auf die Plätze im mächtigsten Statthalter. Die Plätze 1 bis 3 sind für unsere starken Rally-Leads wie Kitty Cat, wie Mythos, wie Schattenrekut, wie Björn belegt. Falls du ein Rally-Leiter bist, kannst du auch mal einen Platz 1 bis 3 erhalten. Aber für alle anderen sind die Plätze 4 bis 15, je nachdem, wie viele Punkte du gesammelt hast durch deine Leistung im KVK, also Killpunkte und Tote. Und da werden auch wirklich nur Killpunkte und Tote eingerechnet, die sinnvoll für das Königreich waren. Also hier sich irgendwie hoch-rallyen lassen, funktioniert nicht. Das ist das fairste System, was ich jemals erlebt habe in einem Königreich. Also je nachdem, wie aktiv und gut du im KVK spielst, danach richtet sich es, wie viele gute Plätze du in ein MGE bekommen kannst. Du kriegst Punkte dadurch, dass du aktiv und erfolgreich im KVK kämpfst. Besser geht es nicht. Kurz und knapp was zu Osiris und Bündnismobilisierung. Osiris haben wir auch Ambitionen, die wir in Zukunft erreichen möchten, beziehungsweise die Führung hier von Hold My Beer. Ja, ich habe noch nie hier den Bündnisnamen gesagt. Jetzt habt ihr es mal gesehen. Ich kann es ja auch mal kurz zeigen, auch wenn ich jetzt wieder kurz vom Thema abschweife. Aber ja, Osiris kann jeder spielen. Wir haben natürlich auch Zweitallianzen. Wir haben aber auch in der Main-Allianz ein Team, was, wenn sich angemeldet wird, auch definitiv kämpfen muss. Ansonsten wirst du für die zukünftigen Osiris nicht mehr berücksichtigt, egal was für ein krasser Spieler du bist. Keine Ausreden, wenn du angemeldet bist, musst du kämpfen. Ansonsten spielst du nur noch in der Zweitallianz Osiris. Bündnismobilisierung ist gerade hier nicht angezeigt. Haben wir eine Mindestpunktzahl, beim letzten Mal war sie 800. Das Event auf jeden Fall nicht unterschätzen. Auch wenn du jetzt hier neu bist und das Event vorher dir nicht so zugesagt hat, du kriegst da so viele Belohnungen, gerade auch für deine Aufrüstung sehr, sehr wichtig. Und für deine Ausrüstungen. Deswegen, da werden wir auch in Zukunft noch die Mindestpunktzahl erhöhen. Bündnismobilisierung, wenn du die dann nicht erreichst, wirst du auch dort nicht mehr berücksichtigt und kriegst keine Belohnung mehr. Deswegen diese beiden Events auf jeden Fall ernst nehmen, denn hier im Königreich 2507 werden diese auf jeden Fall auch berücksichtigt. Ein ganz wichtiges Thema für dich als Bewerber sind deine Farm-Accounts. Deswegen habe ich hier jetzt gerade im Hintergrund die Top 300 unseres Königreichs geöffnet. Wenn du Farm-Accounts hast, die du mit in das Königreich mitbringen möchtest, damit du genügend Ressourcen für die KVKs hast, dann müssen diese Farm-Accounts entweder Flaggen füllen können,
Ja, wenn sie stark sind, also wenn du jetzt 20 oder 30 Millionen Farm-Accounts hast und davon drei, vier Stück, dann gehen die ins Matchmaking rein, weil sie in unseren Top 300 sind. Und das macht wiederum die Gegner, die wir bekommen, stärker. Und dann müssen deine Farm-Accounts selbstverständlich mitkämpfen können. Andernfalls lässt du die Farm-Accounts entweder draußen oder du hast im besten Fall Farm-Accounts, die nicht ins Matchmaking mit reinkommen, also Low-Mild-Farm-Accounts sind und einfach nur für dich dann Ressourcen farmen, aber unser Königreich nicht weiter verstärken. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Also entweder deine Farm-Accounts haben ordentlich T4 und können Flaggen deffen, oder deine Farm-Accounts haben wenig Energie und fallen nicht ins Matchmaking rein. Bevor wir zu den langfristigen Zielen von Königreich 2507 kommen, was für dich wahrscheinlich auch sehr interessant ist, entweder als Zuschauer oder vielleicht als zukünftiger Mitspieler oder Mitspielerin, möchte ich kurz noch was zu den vorherigen Punkten sagen, die ich jetzt sehr kurz und streng formuliert habe, damit das Video auch wirklich ja, einleuchtend ist und man die Sachen versteht und nicht so viel um den heißen Brei redet, was ich ja sonst immer gerne mache. Natürlich steht Spielspaß hier im Vordergrund. Wir verstehen uns alle sehr gut miteinander. Auch die, die jetzt rausmigrieren wurden, wurden nicht direkt genullt und wurden beschimpft oder sonst was. Also das wird hier alles sehr human und sehr familiär gelöst. Aber wir sind ein Königreich mit Ambitionen oder die Führung hat Ambitionen und möchte auch in Zukunft immer weiter sich verbessern. Und dazu kommen wir dann auch gleich zu den zukünftigen Interessen oder zu den zukünftigen Zielen vom Königreich 2507. Mir ist das nur nochmal wichtig zu betonen. Also das ist hier keine Robotermaschinerie, wo ihr einfach nur an Zahlen gemessen werdet und dann seid ihr abgestempelt und seid Loser und werdet genullt. So ist das nicht. Aber es sind klare Regeln, die darf man auch nicht zu oft unterbieten. Und man sollte hierhin auch nur kommen, wenn man ein sehr aktiver Spieler ist und selber Ambitionen hat und selber auch das hier als Hobby und Leidenschaft sieht und nicht einfach nur einmal 5 Minuten am Tag einloggen. Ja, das ist mir wichtig zu betonen. Ja, Spielspaß ist im Vordergrund. Nein, das ist kein Larifari-Spielen hier. Die Langzeitziele von Königreich 2507. Ich habe euch gesagt, wir sind auf jeden Fall ein KVK-fokussiertes Königreich. Nehmen uns auch die Zeit dafür, Ressourcen zu sammeln und uns dann erst für den KVK zu registrieren, damit wir auch wirklich so lang wie möglich kämpfen können und haben den letzten KVK gewonnen und hoffen, dass wir jetzt natürlich eine Serie starten können. Also wir wollen, wenn es geht, genauso wie 1960, am besten jeden KVK gewinnen. Unsere Langzeitziele hier sind auf jeden Fall auch, was das Seed angeht, zu steigen. Also wir sind ja jetzt gerade ein D-Seed Kingdom, ja, haben jetzt ein paar Spiele aussortiert, bekommen jetzt Zuwachs und eventuell werden da auch ein paar von euch dabei sein. Durch die Videos, die wir hier gemeinsam machen und ihr auch mit uns erlebt, da habe ich auch sehr, sehr viel Feedback zu dem letzten KVK von euch bekommen, dass ihr gern mal in einem Video mit dabei sein wollt oder mit uns zusammen den KVK erleben wollt. Deswegen denke ich, dass dieses Königreich allein dadurch wachsen wird. Dadurch werden neue Spieler kommen und Mythos wird natürlich da die Spreu vom Weizen trennen und wir werden an aktiven Kämpfern dazugewinnen. Werden dann irgendwann ein C-Seed Kingdom sein und dann muss man gucken. Bleibt man einfach ein Pool von 150 aktiven Spielern und ist damit zufrieden? Oder man geht in die Richtung, was jetzt auch Schisskool macht und was auch 1960 macht. Man splittet sich auf und versucht, zwei Bündnisse hochzuziehen, vielleicht ein internationales und ein deutsches, ja, und versucht dann dadurch ein B-Seed oder ein A-Seed Kingdom zu werden. Und das sind aber alles Dinge, die werden sich dann in der Zukunft entscheiden. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Plan. Und ich bin froh, dass ich jetzt Teil hier dieses Vorhabens bin und bin froh, mit euch dann die zukünftigen KVKs zu spielen, sei es als Mitspieler und Mitspielerin hier bei uns im Bündnis Hold My Beer oder einfach wie auch jetzt im KVK mit euch als Zuschauer und Zuschauerin in den zukünftigen Streams, in den zukünftigen Kriegsvideos hier gemeinsam bei uns als Community auf dem Kanal App Gaming. Das sind auf jeden Fall die Ziele und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft. Voller Vorfreude warte ich auf den nächsten KVK Mitte, Ende August. Dort wird es auf jeden Fall richtig rappeln.